Mein Name ist Winona Kühling. Hi, ich bin Emmy. Ich bin 15, wohne in Blumenfeld und ich wohne in Sing, ein sehr kleiner Ortsteil von Teng am Bodensee. Sing ist eine Kreisstadt und fast schon eine Großstadt. Genau. Ja, das Ding ist halt bei uns, wir können eigentlich noch nicht mal Lebensmittel im Dorf hier kaufen. Und es ist halt schon geil, wenn du einfach aus dem Haus raus kannst und einfach irgendwo hinlaufen kannst. Und du weißt, ich kann ins Kino, ich kann einfach mal einkaufen gehen. Das ist schon cool. Und wenn ich Freunde treffen möchte, ist halt auch wirklich gut, weil die sind eigentlich alle regional in Singen oder irgendwie um ein paar Dörfer außenrum verteilt. Aber die können dann meistens auch mit dem Bus fahren oder mit dem Fahrrad. Das heißt, wenn ich Freunde treffen möchte, ist jetzt nicht wirklich ein Problem, außer ich möchte halt aus weitere Dorf jetzt zum Beispiel zu dir. Ja, bei mir ist auch oft so, wenn wir zum Beispiel irgendwas am Abend machen wollen, wenn eine Party ist oder so, dann ist es auch immer so, muss ich immer fragen, hey, kann ich bei jemandem von euch übernachten? Weil ich will nicht um 2 Uhr morgens noch mit dem Zug nach Hause fahren müssen. Erstens, weil die Verbindung, ich komme um 2 Uhr morgens nicht mehr hierher. Am Dienstag, am Samstag war es ja auch so bei dir. Ja, genau. Da stand ich in Radolfzell, keine Durchsage, Zug kommt einfach nicht. Und dann stehst du da in der Nacht und musst abgeholt werden. Viele Leute sind sich nicht dessen bewusst, was ich eben für einen Struggle habe, wenn ich mal irgendwo hinkommen will, ins Kino oder ja, irgendwo anders hin zu einer Party. Ja, was daran liegt, dass sie einfach nicht wirklich interessiert, weil sie ja in der Stadt wohnen und das Problem nicht haben. Es wird ohne Auto, glaube ich, es würde irgendwie gehen. Irgendwie. Aber wie dann mein Leben aussehen würde, will ich mir ehrlich nicht vorstellen. Also ich kann entweder laufen oder ich kann mit dem Fahrrad fahren. Für so kleinere Sachen haben wir unseren kleinen Kiosk. Und wenn jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, in irgendwie größere Märkte gehen, dann ist Auto schon wichtig, aber nicht wirklich krass. Ja. Ja, die Auswahl ist dann halt bei uns auch irgendwie, es gehen halt alle gehen auf die Grundschule in Teng und alle gehen in den Kindergarten in Teng. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, oh, ich würde aber gerne eine Waldorfschule besuchen, dann muss man halt bis nach Walwies fahren. Ja. Wie lang ist das immer? Ich fahre nach Walwies 1,5 Stunden. Mit dem Auto 1,5 Stunde. Du tust mir so leid, wirklich. Ich bin heute auch wieder 1,5 Stunden gefahren. Also ich wusste natürlich auch schon vieles, auch weil ich auch viele Freunde vom Dorf habe. Aber Dinge, die mich jetzt zum Beispiel sehr krass überrascht haben, ist, dass Winona 1,5 Stunden mit dem öffentlichen Nahverkehr braucht oder halt auch mehreren Zügen und Bussen, um überhaupt zu ihrer Schule zu kommen und es mit dem Auto halt 1,5 Stunde ist. Und ich finde das halt einfach, das ist ungerecht, weil sie auch dann viel später auch irgendwie erst von der Schule nach Hause kommt. Gar nicht. Also natürlich im Fernseher oder so, man hört natürlich voll viel davon. Und auch unsere Schule ist relativ engagiert, würde ich jetzt mal sagen. Da kriegt man natürlich viel mit und so. Aber würde ich jetzt nur hier leben, ich hätte nichts mitgekriegt. Nichts. Also bei uns in Singen gab es auch öfters mal Fridays for Future Demonstrationen. Ich habe auch an manchen teilgenommen. Also in unserem Shopping Center war auch große Aktion und sowas, einfach um darauf aufmerksam zu machen. Das heißt, ich hätte es auch ohne zum Beispiel Fernseher oder mein Handy, hätte ich es auch auf jeden Fall mitgekriegt. Also auf dem Dorf, sage ich mal so, ist der Alterste, also wohnen tendenziell ältere Leute. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das denen nicht wichtig ist, aber das sind halt nicht so die, die jetzt demonstrieren würden. In der Stadt, da sehen, wird die Demonstration von vielen gesehen, viele Leute sehen, dass demonstriert wird und es hat dann doch eine größere Wirkung, als wenn in einem Kaff irgendwo ein paar Leute rumhüpfen. So. Ich mag es eigentlich voll hier zu wohnen, obwohl es eben diese ganzen Sachen gibt, die nicht so cool sind. Aber eigentlich mag ich es total, weil was ich sagen muss, was mir hier wahnsinnig gefällt, ist, dass wir eine coole Dorfgemeinschaft haben. Man hat irgendwie, kann immer irgendjemanden fragen, wenn man was braucht, wenn man zum Beispiel etwas nicht weiß. Oder bei uns, wenn unser Vater das Dach ausbaut. Wir haben etliche Leute hier, die Handwerker sind oder Zimmermänner. Diese Gemeinschaft, dass man einfach so eine Gruppe von Leuten hat,
mit denen man super klarkommt und die alle auf einem Haufen wohnen und so. Das ist echt schön. Ich habe in Singen wirklich so eine Art, ich bin für mich. Es interessiert wirklich nicht viele Leute, was ich mache, außer meine direkten Nachbarn. Und auf dem Dorf interessiert es ja wirklich auch mehr Leute. Und deswegen finde ich es auch wirklich einfach gut offen, in der Stadt zu wohnen. Ich kann einfach abends rausgehen, ohne dass alle wissen, was jetzt irgendwie gerade los ist. Und dann, ja. Ja, das geht hier schon auch. Aber es ist trotzdem, also, ja, ich kann jetzt, also, wenn ich jetzt einmal durchs Dorf laufe, muss ich irgendwie mindestens 5 Leute begrüßen. So. Ja, die Gemeinschaft hier ist mir total viel wert. Das finde ich echt super schön. Das hat man in der Stadt jetzt so nicht unbedingt. Und das auch, ich sage jetzt mal, von der Luftverschmutzung her, sind wir hier echt Luftkurort und so, sind wir echt gesegnet, würde ich jetzt mal sagen. Also es gibt viele Leute, die einfach denken, auch ich manchmal, alle auf dem Dorf sind irgendwie rechts, was aber natürlich nicht stimmt. Oder alle auf dem Dorf haben irgendwie ein Gut und ihre paar Tiere. Aber an sich sind eigentlich die Leute voll offen. Wir freuen uns eigentlich immer, wenn jetzt neue Leute dazukommen. Ja, vor allem das Ganze versammelt sich immer so. Wir haben einen Fasnachtsverein und dann noch den Bürgerverein. Und da sind eigentlich alle drin und von da kommt dieses Gemeinschaftliche eigentlich auch. In Singen, also in meinem Wohngebiet, interessiert es nicht wirklich, ob man dazukommt und dann 2 Wochen später wieder auszieht. Also es ist wirklich, es interessiert eigentlich niemanden, wo du wohnst oder wer du bist. Natürlich weiß man so grob, wer wo wohnt, aber mit den meisten hat man noch nie wirklich gesprochen oder man will eigentlich auch gar keinen Kontakt. Sehr schön und einfach, ich fühle mich jetzt deutlich besser darüber, dass auch wenn der Bus mal ausfällt, ich weiß, in 10 Minuten kommt noch ein nächster Bus. Ich weiß das jetzt einfach viel mehr zu schätzen. Also, ich fand es sehr cool. Es war sehr entspannt. Und ich finde es auch wichtig, dass darüber berichtet wird und dass man drüber redet. Weil wenn niemand drüber redet, dann versteht es auch niemand und dann wird auch nichts gemacht. Deswegen fand ich es sehr cool, sehr wichtig. Fahrt doch mal zu euren Leuten aufs Land. Genau, fahrt doch mal zu euren Leuten aufs Land. Ja. Also, der öffentliche Nahverkehr muss total aufgebaut werden. Ja. Es ist so schlimm. Ich sag jetzt mal, in der Schweiz klappt's auch. Deswegen wäre es toll, wenn es in Deutschland auch klappen würde.